So, hallo YouTube. Ich bin mal wieder ein bisschen unterwegs. Also nicht nur heute, ich bin eigentlich jeden Tag unterwegs in der Woche, aber heute bin ich mal wieder in eine andere Richtung gelaufen. Und da bin ich wieder an der Stelle vorbeikommen, an der ich schon zwei Videos gedreht habe, genau an der gleichen Stelle. Und zwar waren das die Videos unterwegs mit einem Nagi und unterwegs mit einem Chokwi. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Und heute bin ich wieder da. Heute ist das Wetter nur ein bisschen besser als sonst. Das andere Mal war ja weiter im Winter. Ja, warum ich jetzt hier wieder ein Video drehe, das bietet sich einfach an. Weil ich habe heute ein Messer dabei. Das habe ich zwar schon seit Oktober letzten Jahres, aber ich habe es noch nie dabei gehabt, weil mir da einfach die eine Lederscheide dafür gefehlt hat. Ich habe mir das Messer ja in dem Schmiedekurs geschmiedet und da war keine Lederscheide dabei in dem Kurs. Und ja, jetzt da habe ich mir eine machen lassen und so kann ich das Messer zum ersten Mal mal mitnehmen. Ja, und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Da ist sie. Muss mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich filme ja freihand. Mag ich eigentlich nicht besonders. Also die Verarbeitung ist wirklich top. Und das ist auch genau das, was dem Messer noch gefehlt hat. Eine anständige Lederscheide. Das ist ja ein Messer, wo man wahrscheinlich sehr lange behält, also wahrscheinlich das Leben lang. Das verkauft man ja nicht, so ein Messer. Und da braucht man natürlich eine angemessene Scheide dafür, wo zu einem Messer einfach passt. An der man genauso lang Freude hat wie an dem Messer selber. Ja, und ich habe im Winter schon mal versucht, selber eine zu nähen, weil ich habe ja auch schon mal Leder genäht, aber eben immer nur für so Steckangelmesser mit so einem Plastik-Inlay. Das geht ein bisschen leichter, aber sowas wollte ich eben auch mal ausprobieren und es ist voll in die Hose gegangen. Also da. Die ist so schlecht. Ich bin gerade froh, dass ich es nicht dabei habe, dass ich es nicht zeigen muss. Und ja, das ging einfach nicht. Und darum habe ich mir die eben jetzt machen lassen. Und das ist natürlich ein Traum, sowas. Und es war auch wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass ich das aus der Hand gegeben habe und das nicht selbst gemacht habe. Ja. Ja, das hat sich jetzt hier einfach mal angeboten, die mal in die Kamera zu halten, um mal zu zeigen. Freue mich, dass ich jetzt sowas, dass ich die jetzt habe und dass ich das Messer jetzt eben auch mal mitnehmen kann. Okay. Ja, ich laufe jetzt weiter. Da geht es jetzt wieder in den Wald rein. Das war mal ein kurzes Stück, wo der Wald offen war, so am Waldrand. Und dann gehe ich wieder heim. Vielleicht kommt auch heute noch ein Bäckchen, dass ich dann auch daheim bin. Vielleicht kommt er erst morgen. Mal sehen. Okay, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.